Hallo Leute, ich bin Tetzelfreak. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wie gesagt, bei der letzten Folge, dass ich hier warten werde und dann euch für euch jetzt dann aufnehme, dann direkt. Ich habe das Foto, was in der Nacht natürlich nicht ging, schon gemacht. Muss ich bloß noch hinfahren und den Bericht erstatten. Aber ja, wir sind ja erstmal jetzt hier. Den Chocobo gefunden? Ja, hüpft wieder putzmunter durch die Landschaft. Oh, wirklich? Das heißt, ihr konntet ihn also versorgen? Vielen Dank. Ich habe gar keine Belohnung vorbereitet. Aber das hier kannst du haben. Das haben wir gerade neu ins Sortiment aufgenommen. Hört sich ja gut an. Kurius, was auch mal für ein Kraut. Entschuldige die plötzliche Frage, aber ich würde dich gerne um deine Meinung zu etwas bitten. Ich würde gerne meine Speisekarte aufpeppen. Und zwar mit einem gesunden Gemüsegericht. Wenn dir irgendetwas einfällt, dann lass es mich bitte wissen. Klar. Wenn mir irgendwas einfällt, sicher. Ach, habe ich die schon sogar? Ja. Cool. Ha, Oh, ging ja schnell. das ist also deine Gemüseempfehlung? Ja, meine Empfehlung. Und wie schmeckt es? Lecker, denke ich. Okay, dann vertraue ich mal deinem Gaumen und mach mich direkt an die Kreation meines neuen Gerichts. Sei so nett und probier es als Erster. Ja, denke ich. Also hat er gar keine Ahnung, wie das schmeckt. Noctis, du bist schon ein Hampelmann. Oh, euch schickt der Himmel. Wieso das? Weil einer der wilden Chocobos in Gefahr ist. Wanderer haben berichtet, dass er von wilden Tieren verfolgt wird. Keine Angst, wir kümmern uns drum. Mann, ich verdrücke immer den falschen Knopf. Na gut, da gehe ich jetzt nicht hin, weil ich keinen Bock nochmal zurückzugehen. Wenn ich das jetzt machen sollte. Lass das, Mann! Könnte ich doch, glaube ich, sogar drei. Ein Schokobo auf der Flucht. Wir sollten uns beeilen. Müsste ja auch Brechen wir gleich auf! machen. Nicht die Medizin vergessen! Ja, ist schon klar. Süße Chocobos, ihr seid Balsam für meine Seele. Wusstest du gar nicht, dass du so eine Schwäche für Chocobos hast? Ich liebe Chocobos. Für mich sind sie die besseren Menschen. Ja, man kann sie gar nicht genug lieben. Mann, die Klammern sind so. Nocked. Ich würde gern mal ein paar Chocobo-Fotos schießen. Geht das vielleicht jetzt? Ja, von mir aus gern. Ja, hurra! Oh, ich freue mich ja so. Yeah, so geil. Hätte das nicht früher einfallen können, den Vogel.
heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Mann, bin ich dreckig, ey. Lasst uns hier ein Foto machen. Dann mach eine mal gute Foto. Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Das sieht doch nett aus. Oh, großartig! Wow. Hätte mir nicht ein bisschen mehr Erfahrung einbringen können. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's! Hoffe mal, dass der Hampelmann nicht nochmal nervt hier. Ponto hat nicht so eine in der Schnauze. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Geil, Ignaz. Denn da? Nanu, Nanu, ihr schon wieder? Ihr habt also den Wert meiner Forschung erkannt. Oh, wie nett von euch! Was? Also, ich für meinen Teil... Alles klar. Eure nächste Aufgabe hatte ich freundlicherweise eh schon vorbereitet. Gute Reise! Wow, gelbe Frösche. Die Sabbeltante lässt einen echt nicht zu Wort kommen. Lasst nichts liegen. Okay. Zwei Kilometer, das ist doch scheiße.
Also los, Bewegung. Ab zum Kabel. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Ja, zum Glück ist die Stadt nicht so weit entfernt. Ignis, halt mal an. Verstanden. Feuer. Schon wieder latschen. Dann prompt du halt in deine Schnauze. War da irgendwo Feuer? Also dann? Dafür habe ich ja den Schokolade. Ah, nein, ich liebe es, wenn ich einfach nur so rüber kann. Danke. Braver Junge. Irgendwo Blitz? Ah, da. Komm her, Chocobo, ich hab keinen Bock, dich zu suchen. Los, Kleiner. Bis bald, Kleiner. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's.
Hätte ich gern Motorrad. Ach Alter, ich hab dieses Minigame in Final Fantasy 7 so geliebt. Weil ich lieb's eigentlich immer noch. Park mal schneller. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Gar nicht, das ist meine Entscheidung. Das ist eben meine Marionette. Komm ich da durch? Cool. Los, spring Marion, wenn du springst. Für jedes Problem, man sieht sich. Das wolltest du haben, oder? Ganz genau. Du hast also echt dran gedacht. Gut, das kann ich mit Sicherheit verbauen. Besten Dank. Komm sicher mal wieder auf dich zurück. Im Gegenzug für eure Hilfe erhältst du davon fortan Rabatt beim Einkauf von Händler. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. Die Neffen haben wieder so eine Basis losgeschickt. Bis in Bälde. Naja, ich hätte eigentlich... du bist's. Gern mal wieder ein bisschen Geld. Ich bräuchte mal wieder was. Aber nur, wenn du Zeit hast. Nein, ich hab keine Zeit. Diese fliegenden Basen sind mir echt nicht geheuer. Ja. Wo ist denn der Kamerafuzzi hier? Oh, was liegt denn da? Ah, Magieflacke. Gut. Oh,
Oh ne, immer diese unsichtbaren Wände. Oh, super Elixier. Immer her damit. Da bist du ja wieder. Hast du ein paar tolle Fotos? Reichen die hier? Wirklich gut gelungen. Mit so einer Qualität kann ich meine Abonnenten sicher begeistern. Abonnenten? Ja, weißt du, ich bin nämlich im Zeitungsgeschäft. Bei Meteor Media. Nie gehört? Nein. Sorry. Na dann schnell zum nächsten Kiosk. Hier, das ist euer Honorar. Meldet euch, wenn ihr wieder mal etwas Geld braucht, dann stelle ich euch wieder ein. Ich heiße Viv. Auf gute Zusammenarbeit. Ja, und wo ist mein Geld? Das will ich nur Erfahrung. Oh, cool. 5000. Geil. Was wäre noch? Hallo! Habt ihr gerade Zeit? Ich hätte nämlich einen weiteren Auftrag für euch. Brauchst du wieder Fotos? Oh, du kommst gleich zum Punkt. Ich brauche Fotos von der Mikage-Insel. Kennst du doch, oder? Die seltsame Insel, die man vom Galdinkai aus sieht. Ja, kenne ich. Gut. Die Insel ist berühmt aus den Legenden. Ich überlasse euch, von wo aus ihr die Fotos macht. Hauptsache, die Insel ist gut drauf. Macht mir ein paar Fotos, okay? Der Prinz der Fotos. So, warte mal, da gab's da noch irgendeinen Scheiß, den ich abgeben kann hier. Genau. Was täte ich nur ohne euch? Vielen Dank. Wenn euch danach ist, dürft ihr beim Ernten ruhig auch mal was naschen. Ja, au, oh, wieder fetter Fahrer. Frischer als hier wird's nirgends. Freue mich auf den nächsten Besuch. Wie läuft das Jagdgeschäft? Wir könnten mal wieder etwas Hilfe gebrauchen. Du weißt ja, wo du dich melden kannst. Okay? Hatte ich eigentlich noch was? Da seid ihr ja endlich. Der faule Jäger hat sich in der Zwischenzeit gemeldet. Dank euch werden wir eine ordentliche Stange Geld verdienen. Beste Waren zu besten Preisen bei Bienen. Ja. Die Auslagen sind gefüllt, also seht euch ruhig um und kauft schön was. Okay,
Nehmt meinem Enkel die Späße nicht krumm. Im Gegensatz zur Hilfe erhältst du fortan Rabatt beim Einkauf vom Händler. Toll, die speisen mich immer. Oh, du bist neu, was? Wenn dir was gefällt, greif nur zu. Ja, aber ey. Vielen Dank. Was für ein Rabatt hier, Alter. Sie wollen mich so alle abziehen hier. Du warst wirklich nicht so als Kind, Ignis? Daran würde ich mich erinnern. Wie warst du überhaupt so früher? Hat irgendwie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wahrscheinlich genauso langweilig wie jetzt. Wahrscheinlich. Willkommen! Riechsalz. Remo-Anhänger. Okay. Oh ja, falls ich mal wieder Frosch bin. Gut, danke. Schau wieder rein. Gehen wir noch ein bisschen einkaufen. Oh Mann, dieser schreckliche Stimme, Alter. Wer den ausgesucht hat, bitte, Alter, der soll sich aufhängen. Besten Dank. Schönen Dank. Ja, da würde ich erstmal sagen, hören wir auf jetzt. Und sehen wir uns nächstes Mal bei der Hauptmission. Machen wir diesmal weiter. Würde ich sagen, ciao. Sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir Final Fantasy 15 spielen. Mit der Hauptmission. Also, ciao, ciao.